Muss jemand namens Terry finden. Ja. Und wen könnte man am ehesten fragen, wenn es um Infos über irgendwas geht, als zum Beispiel die Wahrsagerin? Ich glaube, das ist am sinnvollsten. So, du hattest noch was geschrieben. Heutzutage ist vieles sehr casual gehalten und möglichst eine breite Spielerbreite anzusprechen. Da stechen dann solche Dinge wie Dark Souls eher raus. Aber klar, die sind enorm knackig vom Schwierigkeitsgrad. Ja, da sagst du was, auf jeden Fall. Oder auch Ori zum Beispiel. Ori ist auch sackenschwer. Fand ich zumindest. Ansonsten hätte ich, wie man es da unten lesen kann, nicht über 500 Tode gehabt in dem Spiel. Scheiße, der Bus fährt gerade weg. Nein! Darf ich überhaupt schon gehen? Ja, ich darf gehen. Klar stechen solche Spiele natürlich hervor und da muss man halt eben extrem viel Geduld für sowas dann mitbringen. Und vor allen Dingen auch Zeit. Das Ding ist nur halt eben, viele haben heutzutage einfach keine Zeit mehr oder eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Fliege. Oh, das ist eine Scheibe, oh, das ist eine Scheibe, oh, das ist eine Scheibe, oh, das ist eine Scheibe. Und deswegen kommen solche Spiele bei wenigen Leuten, also beziehungsweise die haben eine kleine Fanbase, aber die Fanbase ist denen dann halt auch treu, ne? Deswegen spielen die dann halt eben alle sowas wie Bloodborne, Demon's Souls, Dark Souls, was weiß ich, diese ganzen Souls-like. Für mich wäre es persönlich nichts. Und sowas wie Shenmue würde heutzutage auch nicht mehr funktionieren, weil die Leute dann einfach sagen, ich fahre vielleicht einmal mit dem Gabelstapler, ich fahre maximal noch ein zweites Mal mit dem Gabelstapler, danach habe ich keine Lust mehr da drauf. Also so gar nicht. Da braucht ihr mir dann gar nicht mehr mit dem Kram zu kommen. Also kann ich auch nachvollziehen, weil mir geht es ja ein bisschen ähnlich. Also ich spiele es ja jetzt eigentlich auch nur noch weiter, weil ich wissen will, wie es jetzt hier halt ausgeht. Und mich interessiert die Story ja halt auch. Und die Charaktere sind ja auch an und für sich cool. Außer Ryu, das ist halt einfach nur ein Stein, den man erst noch formen muss in irgendeiner Art und Weise. Aber ja, also es ist schon interessant, auf jeden Fall. Hast du recht, selbst ich erwische mich mittlerweile oft dabei, mich von Dingen ablenken zu lassen. Früher habe ich da mehr Zeit und Energie reingesteckt. Heutzutage kann ich das irgendwie nicht mehr so. Ja, das Problem ist halt eben auch Handys. Ganz ehrlich, also wenn du dich hinsetzt und einen Film gucken willst oder eine Serie gucken willst oder irgendwie sowas. Früher hat man das gemacht. Man hat sich dann hingesetzt, hat sich die Zeit genommen und hat sich das angeguckt. Weil man war nicht immer und jederzeit irgendwie erreichbar oder im Netz oder was auch immer. Weil es reicht ja in einem Film einfach nur eine Sequenz zu haben, die ein bisschen langatmiger ist oder wo man dann sagt so, ja Gott, das ist jetzt nicht so spannend gerade. Und was macht man? Man kramt sein Handy raus oder nimmt sich das, weil es eh in der Nähe liegt und surft im Internet. Das ist nun mal leider so. Oh, dein PC ist abgestürzt und konntest nichts schreiben. Ach, du schaust mir über die Playsee? Über was denn für eine Playsee? 3, 4, 5? Was hast du denn da für eine? Die 4 wahrscheinlich, nehme ich mal an, ne? Ja, das ist leider wahr. Also, wie gesagt, man nimmt sich halt einfach nicht mehr die Zeit, beziehungsweise man hat halt einfach auch nicht mehr die Zeit, um jetzt noch viel irgendwie, also, das ist halt alles sehr schnelllebig geworden heutzutage. Und wenn halt irgendwas länger als 10 Minuten dauert, das sieht man zum Beispiel auch bei YouTube. Das ist das beste Beispiel. Ist ein Video länger als 10 Minuten und ist es irgendwie nicht interessant geschnitten oder beinhaltet interessante Sachen, dann, ne, schalten die Leute ab. Das ist so traurig einfach. Aber naja. Deswegen hast du halt dann wieder solche Videos, die ein Schnittfeuerwerk ohne Ende sind, wo die Leute dann sämtliche Äs und Sprechpausen rausschneiden, wo du dir denkst, das klingt nicht mehr normal, was ihr da macht. Aber gut. 5, dank meinem Kollegen. Man nennt ihn auch Dauer F5 Spammer. Sehr schön. Ja, ich habe meine direkt zum Anfang gekauft, also ich habe da keine Probleme. You are worried about something, yes? I am. Shall I read your fortune then? It's ja, bitte. 300 yen per reading. Ich weiß, wie viel das kostet. Ich war schon mal da. Yes, please. Well, what type of reading would you like? Ich würde gerne wissen, wer ist denn Terry? Please tell me a clue. Prump. Aha. The crystal ball will tell me nothing. Och, die blöde Kuh. I see. Shall I do another reading for you? Ja, komm, Zukunft. Yes, please. Well, what type of reading would you like? Zukunft. Please show me the future.
Mm-hmm. I cannot yet see a new path for you. I see. Mm-hmm. Shall I do another reading for you? Nee. No, thank you. Well then, please come again when you seek guidance. I will. Goodbye. Ich habe aber keine Ahnung, wer Terry ist. Hatten wir schon mal mit Terry zu tun gehabt? Hatten wir mit Terry schon mal zu tun gehabt? War das der Typ mit der Lederjacke? Hieß der nicht Terry? Den wir beim Tattoo-Mann getroffen haben? Hieß der Terry? Ey, ich weiß es nicht mehr. Ich habe immerhin nicht mehr viel vor mir in Shenmue. Okay, ja, das ist schon mal gut. Also, wir kommen dem Ende entgegen. Ich weiß noch nicht mehr, wer Terry war. Hatten wir schon mal mit dem? Ich glaube. War das hier beim Tattoo-Mann? Guck mal rein. Vielleicht weiß der irgendwas oder sagt mir irgendwas. Tätowierstudio. Hallo. What's up? Oh, you again. As always, what a presence. Sag mal. Hey, let me work on you, man. I won't charge you nothing. Come on. No, I'm not into tattoos. Oh, man. Too bad. Nee, also Terry ist hier nicht, offensichtlich. Ich werde Tom in Erinnerung behalten. Und dann direkt im Anschluss Teil 2. Nein. Kann ich mein Savegame übertragen? Na, ich habe die, ich habe doch eh die Remastered Edition. Also, das sollte ja dann kein Problem sein. Ich behalte es auf jeden Fall installiert. Also, aber ich möchte jetzt im Nachgang nicht direkt Shenmue 2 spielen. Ich habe gehört, dass es noch interessanter sein soll von der Story her, aber. Ach, dann ist meine Pause. What do you want? I want to ask you something. So, ja, you think you got Enden. What it takes to fight me, huh? Go on, kiss off, punk. Ja, aber diese unfreundlichen Leute. Also, ich habe schon mehrfach gesagt, es gibt unterschiedliche Enden in dem Spiel. Wenn man zu lange braucht, kriegt man das schlechte Ende. Ansonsten kriegt man unter Umständen das gute Ende. Genau. Bad Ending und ein gutes Ende, genau. Ein Good Ending. Wenn du schon Englisch machst, bleib wenigstens dabei. You here again? You busted up the place last time. Didn't I tell you not to come back here? Get out of here. Nette Leute. Shut your trap. Disappear. Hast du nichts anderes? How many times I gotta say it, stupid idiot? Enough. Darf ich nochmal? Ich möchte. Komm, schmeiß mich raus. Bitte schmeiß mich raus. You're proving to be real thick. You're back? Get out of here. Shut your trap and disappear. How many times I gotta say it, stupid idiot? Enough. Ja, ich gehe ja schon. Meine Güte, immer diese unfreundlichen Leute. Ja, ich weiß, ich habe dir deine Bar kaputt gemacht, aber das ist nicht mein Problem. Das waren diese Hafenarbeiter. Die haben es darauf angelegt. Ja, ich habe jetzt echt ein Problem, weil ich weiß jetzt nicht, wo ich diesen Terry finden soll. Keine Ahnung. Also die Wahrsagerin sagt mir nichts, sie gibt mir keine Hinweise. Ich bin da jetzt ein bisschen aufgeschmissen. Wer ist denn Terry, Gott verachst nochmal? Ich weiß es nicht. Ich könnte höchstens hier vorne nochmal bei denen nachfragen. Schlafen ist die beste Medizin für Ryu? Ja, okay, wenn du das sagst. War das ein versteckter Hinweis? Okay, ich gehe mal pennen. Vielleicht kommt dann irgendwas. Die Mutti ist ja immer noch am Saubermachen hier. Die putzt immer an derselben Stelle. Da ist wahrscheinlich irgendwie ein Haufen oder so, den sie nicht weggeputzt kriegt mit ihrem Strohbesen. Na gut, gehen wir mal nach Hause. So, Yamanose, eins noch. Hier nochmal durch und dann sind wir zu Hause. Zack. Ja, dann legen wir uns mal aufs Ohr. Wie viel haben wir denn eigentlich? Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht schaffen wir es schon beim nächsten Mal zu Ende zu bringen, das Spiel. Heute glaube ich nicht mehr. Dafür haben wir zu wenig Zeit. Aber dafür dann
Nächste Woche Mittwoch. So, ich leg mich mal hin. Tür auf. Tür zu. So, mir fällt gerade ein, ich habe noch nicht einmal gespeichert. Das mache ich direkt im Anschluss nochmal. So. Einen kleinen Pennymatz machen. 11.45 Uhr. Da konnte aber jemand nicht sehr lange schlafen. Oh. Were you just with Nozomi-san? Nein. No. Something happened to her? Well, Aida-san just phoned. Hm? And it seems Nozomi-san hasn't come home. What? Nozomi-san said she was meeting you. Aida-san said she can't reach Nozomi-san. Telefon! Hello? It's Rio. Terry's waiting. Who is this? Here, meet us behind warehouse number 17. Okay. Der Bekloppte! Rio, it's a trap! Nozomi! If you don't show, I'll make her cry. Don't you dare touch her! I'll give you 4 hours, or else... Behind warehouse number 17. Die 17. Wo war denn jetzt nochmal die 17? 17 ist hinten bei den Mad Angels, glaube ich, ne? I gotta go. Und ich frage mich immer noch, wer Ines-san ist. Es ist nicht seine Mutter. Aber welche Rolle spielt sie? If I don't leave Dobuita by 3, I'll never make it. Das wüsste ich zu gerne mal. Geh doch raus da. Ich habe 3 Stunden. 3 Stunden muss ich dann da unten sein. Das sollte ja wohl kein Problem sein. Ja gut, außer man muss hier wieder durchs halbe Kaff rennen. Da bin ich ja mal sehr gespannt, was da jetzt passiert. Das war ja der Bekloppte, der Gollum-Verschnitt. Ines-san ist die angestellte Haushälterin, dient aber als eine Art Mutter für Rio. Er hat ja scheinbar keine Familie mehr, wenn ich es jetzt so richtig verstehe, ne? Also sein Vater war ja derjenige, der jetzt quasi da, ja, der ist ja gestorben. Er wurde ja von dem Typen da umgebracht. Aber... Oh, vielen Dank für den Follow an Jack X. Letton. Vielen Dank für den Follow, Jack. Einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Ich hoffe, dir geht's gut. Vielen, vielen Dank. Sein Vater wurde getötet. Genau, von Landi. Bei seiner Mutter bin ich nicht sicher. Ja, ich wüsste ich halt auch gerne mal. Also. The buses have stopped running. Now what do I do? Was mache ich denn jetzt? Um schnell vom Hafen zu kommen. Bus X ist nicht schnell genug. Muss ich ein Moped nehmen oder was? Wie komme ich denn jetzt zum Hafen? Bus ist nicht schnell genug. Guck mal, ich hab noch mehr als genug Zeit. Jetzt habe ich es wieder. Sie war verstorben an einer Krankheit, als er noch jung war. Ah, okay. Das kommt hier irgendwie in dem Spiel nicht so richtig rüber. Also, beziehungsweise wird einem das gar nicht erzählt, ne? Also, finde ich ein bisschen schade. Also, das sind so Infos, die ja, sehr rar gesät sind. Hier, so ein Moped. Komm, klau dir eins. Kann ich mir keins mopsen? Mopetzen? Wie komme ich denn jetzt in den Hafen? Mit dem Taxi oder was? Haben wir eine Nummer von Taxi? Ja, nee, ist nicht seine Mutter. Das hat er irgendwann, das habe ich zumindest mitbekommen. Das hat er irgendwann mal gesagt, ja, sie, oder der andere Typ, der da noch mit da wohnt, ist ja auch nicht sein Bruder. Auch irgend so einen, weiß ich nicht, was die Rolle von dem anderen Typen da spielt. Wenn ich Hilfe brauche, sage ich Bescheid. Ja, ich wollte speichern, fällt mir gerade ein. Wie komme ich denn jetzt verdammt nochmal in den Hafen? Höchstens mit einem Taxi oder so. Was haben wir denn? Eine Nummer von einem Taxi? Mal gucken. Oh. Hier sind viele Seiten. Gibt es nicht eins für Seite 1 blättern? Ich denke mir irgendwie, dass ich mit dem Moped da hinfahren muss. Oh, ich habe ja keinen Moped. Oh Gott, ist das viel.
Zeit läuft vor allen Dingen auch weiter. Meine Gedanken sind nicht verkehrt. Mit dem Moped oder was? Oder mit dem Taxi? Ich gucke gerade. Mann. Ah, man kann schnell blättern. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Motorrad? Okay, ich weiß aber gar nicht, wo ich jetzt ein Moped herkriege. Hab das Spiel heute beendet, wollte schon seitdem es 99 rauskam, aber damals keine Chance, da ich kein Englisch konnte. Ja, es gab ja nur eine Zeit lang auf Englisch, ne? Also ich hab's damals nicht gespielt, ich hatte keinen Dreamcast gehabt, muss ich dazu sagen. Also 99, da hatte ich eine PS1 gehabt. Die habe ich auch immer noch, die steht auch immer noch hier rum. Ich spiele es jetzt auch zum allerersten Mal. Ich finde es halt so ein bisschen langatmig, leider. Da hätte man, also, ne? Man hätte viele Sachen ein bisschen anders machen können. Mit einem Fahrrad vielleicht, oder was? Fahrrad kann ich auch nicht klauen. Hier ist noch mehr Fahrräder. Das Einzige, was ich halt, wie gesagt, denke, das ist halt das Moped da hinten. Dass der irgendwo da hinten mir so ein Moped klauen kann. Mir ging es damals so, dass ich es nie spielen konnte, weil ich keinen Dreamcast hatte. War froh, als die Remastered-Version veröffentlicht wurde. Ja, ich spiele ja hier auch die Remastered-Version. Die sieht ja auch um einiges besser aus. Also nicht, dass jetzt die Dreamcast-Version schlecht aussieht, ne? Auf keinen Fall. Aber es ist halt eben... Es sieht halt auch nochmal ein Stück schnicker aus. Also hier das Moped kann ich nicht klauen. Hier kann ich auch nicht klauen. Ich kann keine Mopeds klauen. Aber was mache ich denn dann jetzt? Verdammt. Wo könnte denn jetzt noch ein Moped rumstehen? Auf dem Parkplatz da vorne vielleicht? Hab das Spiel früher komplett verschlafen. Ich wusste es damals nicht mal, dass es das gibt. Also wie gesagt, ich hatte keinen Dreamcast. Ich hatte weder einen Dreamcast, noch hatte ich irgendeinen Bezug zu Sega gehabt. Außer, dass ich halt mal bei einem ehemaligen Schulfreund halt eben auf dem Master System gespielt habe. Nee, Quatsch, Mega Drive. Master System. The buses have stopped running. Oh, keine Ahnung. What do I do? Ich weiß nicht, wo ich hier einen Moped bekomme. Höchstens da hinten in dieser Seitengasse. Da ist auch nochmal ein Parkplatz oder sowas, ne? Hier? Nee, das ist nur ein Park. Ohne Platz. Oh Gott, wo kriege ich ein Moped her? Ansonsten muss ich den Speicherstand gleich nochmal laden. Hier ist nirgendwo ein Moped. Vielleicht hier hinten? Huch! Na, geh doch mal dahinter. Ist hier irgendwas? Nee, hier ist doch kein Moped. Ich habe sogar noch hier inklusive Dreamcast. Habe es dann nochmal angefangen, aber das sind Ladezeiten aus der Hölle. War dann auch froh über das Remaster. Oh, das glaube ich dir. Oh, das glaube ich dir. Vor allen Dingen, weil das Spiel ja ständig laden muss, ne? Das ist doch bestimmt alles andere als cool. Oh Mann. Hier ist ein Moped. Kann ich das nehmen? Hier ist doch vor allen Dingen auch ein Helm drauf. Hallo? I shouldn't bother them. Och, Mann. Hier ist doch ein Moped. Hier habe ich doch den Opa da mal geholfen. I shouldn't bother them. Oh, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich muss hier um 3 muss ich hier weg sein. Mann. Das kann doch nur das Moped sein, oder? Steht doch auch ein Helm bei. Er klaut das wahrscheinlich nicht. Können Sie in den Bars nach den Bikern schauen? Stimmt. Habe ich da gar nicht dran gedacht. Aber zeittechnisch wird das schwierig. Komm, renn doch. Ja, vorher immer so viel Zeit und was machen wir nun? Und jetzt, schnell. Genau. Jetzt drücken Sie hier auf einmal auf die Tube. Was soll denn das? Die ganze Zeit so, ja, komm ich heute nicht, komm ich morgen. Komm ich morgen nicht, dann hast du bis nächste Woche Zeit. Ja, und jetzt auf einmal so, Zeit! In den Bars vor allen Dingen nach den Bikern schauen. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, wo die Biker-Bar nochmal war. Das war ja, da hinten. Oh
Oh Gott, ich muss bestimmt gleich laden. Zum Glück hatte ich nochmal gespeichert zwischendurch. Unten in die Bar sollte ich nie reingehen, da kriege ich Ärger. Gehen wir hier direkt rein. Los, auf! Linda. Excuse me. What is it? It's nothing. Nee. Das ist nix. Und vor allen Dingen, das ist so eine winzige Bar hier. So winzig. Yokosuka Bar. Uff, welche war denn das nochmal? Karaoke? Ist das die hier? Yokosuka. Die da. Oh, danke für den Tipp. Die macht auch nur bis um 3. Dann macht sie zu. Bar Yokosuka. Well, if it isn't Rio. Akemi-san, I need to get to the harbor right away. Do you have any ideas? Hold your horses. There's no need to panic. Ja, schlaf noch ein beim Reden. Right. Okay. Well, the buses aren't running at this time of night. Do you have a license? I have a motorcycle license. Well, there you go. Now, all you need is a motorcycle. Oh yeah, a motorcycle. Und wo kriege ich das jetzt her? Mit einem Motorrad schaffe ich es. Saijo-san, what? Can you lend me a motorcycle? Hang on there. What? Calm down now. How can I be calm now? A motorcycle, huh? If that's what you're looking for, your friend has one, right? Naoyuki, that's it. Wer ist denn Naoyuki jetzt wieder?